Ja, liebe Medienvertreter, herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach unserem Heimspiel heute gegen die Straubing Tigers. Begrüßen möchte ich an dieser Stelle natürlich die beiden Cheftrainer zu meiner Rechten, Larry Mitchell, und zu meiner Linken, Sean Simpson. Und dann geht das erste Wort natürlich an den Gästetrainer Mitchell. Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Ich denke, es war eine überzeugende Leistung von uns heute. Wir wussten von sehr vielen Szenarien. Den einen, was ich die Mannschaft nicht erwähnt habe, aber mir klar bewusst war, ist, wenn man gegen derzeit beste Mannschaft der Liga spielt, seit Anfang 2017 keinen einzigen Punkt abzugeben und 12 Siege in Folge, wusste ich, dass wenn Mannheim ins Laufen kommt, dann ja, kann man vielleicht unter die Räder kommen. Und ich habe gesehen, dass Augsburg mit die Hälfte von den Ausländern in Düsseldorf gespielt hat. Und plötzlich, wenn die unter die Räder kommen, dann spielen wir am Mittwoch gar nicht. Und wie gesagt, das habe ich der Mannschaft nicht erwähnt, aber mir war das bewusst. Und deswegen unsere Marschroute von Anfang an war, das zu kontrollieren, was man kontrollieren kann. Und in dieser Liga ist das nur die eigene Leistung. Und das war unser Fokus heute und das war unser Ziel, ist hier die Mannheimer einen guten Spiel abzuliefern und schauen, was dann passiert. Und ja, das war vielleicht sogar über meine Erwartung, wie wir uns heute präsentiert haben. Und es gab keinen Zweifel, dass alle meine Jungs am Mittwoch nochmal Eishockey spielen wollten und nicht in den Urlaub fahren. Nichtsdestotrotz möchte ich Simmer und seine ganzen Team gratulieren für das, was die seit Anfang 2017 geleistet haben und erreicht haben. Und Hut ab von meiner Seite, weil das ist eine sehr ausgeglichene Liga, das ist eine sehr enge Liga. Und ein Spiel zu gewinnen, ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn man 12 Mal in Folge gewinnt, dann verdient das meinen höchsten Respekt. Ich wünsche Simmer und sein Team Thiel viel Glück für die Playoffs und ja, für den Rest dieser Saison. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Mitchell, für diese lobenden Worte. Sean, dein Statement bitte. Danke, Larry, und Congratulation on the Sieg. Und viel Glück an dir auch in den Mini-Playoffs da. Und heute, sie haben verdient gewonnen, sie haben sehr solid gespielt. Wir waren in Rückstand und es war fast gleich wie das erste Mal, dass Straubing hier war. Sehr früh in die Führung gegangen und dann wir haben alles versucht, aber wir haben oft diese Saison zurückgekommen sind, aber dieses Mal war Straubing ein sehr solid in die Abwehr gestanden und auch Goalie war überragend für Straubing. Wir haben alles versucht, aber heute hat nicht gelungen, zurück zu kommen. So, Gratulation wieder und schauen wir auf nächste Woche. Danke. Vielen Dank, Sean. Gibt es an dieser Stelle Fragen aus der Runde? Ja, Sean, eine Frage. Ist es ein Thema jetzt, dass ihr vom ersten auf den zweiten Platz nochmal zurückgefallen seid? Ist es was dich ärgert? Ich bin nicht geärgert. Warum bin ich geärgert? Ja, weil wenn ihr Erster geblieben wärt, dann würdet ihr ja bis einschließlich Finale Heimrecht genießen. Ja, aber wir haben 12 Mal hintereinander gewonnen. Wir haben kein 3-Punkte-Spiel verloren seit 28. Dezember. So, ich glaube, wir haben einen super, super Lauf gehabt. Wie Larry gesagt hat, das ist eine ausgeglichene Liga und wir sind mehr als glücklich, was wir gemacht haben. Sicher, wir hassen es jedes Mal zu verlieren. Jede Mannschaft, jeder Coach, jeder Spieler hasst es zu verlieren. Aber jedes Spiel ist ein Kampf. Einer der Gründe, dass wir haben so viel Erfolg gehabt, in meiner Meinung, war wir immer fokussiert auf das nächste Spiel. Unser Fuß war immer auf Boden. Und sie sind immer noch auf Boden. Wir haben verloren gegen ein starkes Straubing heute. Und, aber das ist ein Spiel und schauen wir weiter. Ich bin nicht geehrt. Ich bin stolz, was wir erreicht haben. Und was wir erreicht haben über 52 Spiele.
ist sicher eine, wir haben immer gesteigert, wir haben viele, viele Verletzungen gehabt. Wir hatten viel Änderungen machen müssen, ob wir viele Leute haben. Das ist der Stand in Mannheim, das ist immer so. Aber wie wir reagiert haben immer, war toll. So schade, dass wir verloren haben. Erste zwei, okay, 1-2. Wir haben Champions League erreicht für die erste. Die einzige Garantie, wenn du Erster oder Zwei sind, ist, dass du in der Champions League spielen können nächste Saison. Der Rest ist voller Kaufen. Die Playoffs fangen bei null an. Und ob du Erster sind oder Zweiter sind oder Dritter sind, spielt keine Rolle. Die nächste Woche fangen die Playoffs an und es fängt wieder bei null an. So, vielleicht auf einen Sinn ist diese Niederlage nicht schlecht für uns. Weil nach so viel Erfolg kann man wirklich zurück zu Fokus, weil wenn du 12 Mal hintereinander gewinnst, das ist sicher eine gute Sache, kann man sagen, kein Argument. Aber auf der anderen Seite, das ist vielleicht ein Weckruf für uns, dass wir müssen bereit sein. Nicht, dass wir nicht bereit waren heute, das ist nicht was ich sage, das nicht. Aber vielleicht, wenn ein Niederlag gut ist, vielleicht das ist die Das ist ein Tag, der eine gut ist. Schwierig zu sagen, aber. Larry, dann noch eine Frage. Bei euch steht ja schon fest, wie es weitergeht. Ihr spielt gegen Berlin. Kannst du uns noch sagen, wie ihr in die Serie reingeht, wie du auch die Chancen für euch siehst? Ja, wir haben sehr gute Ergebnisse gegen Berlin gehabt. Wir haben Spiel 1 in Berlin, ich würde sagen, ordentlich gespielt, aber waren die zweitbeste Mannschaft auf dem Eis und danach in den letzten drei Spielen haben wir beide Spiele ziemlich überzeugend in Straubing gewonnen. Und das letzte Spiel in Berlin haben wir nach Verlängerung gewonnen, 2-1 mit einer guten Abwehr gehabt. Und ich glaube, wie man heute gesehen hat, das ist der Schlüssel für uns. Wir standen nicht immer gut in der Abwehr diese Saison und das ist sicherlich ein Schlüssel gegen Berlin, dass wenn wir gut verteidigen können. Gegen Berlin bekommt man in der Regel schon Konterchancen, schon die sogenannte Odd Man Rushes und die muss man dann einfach nutzen. Und wir wissen, dass wir wahrscheinlich Außenseiter sind, aber diese Rolle liegt uns in dieser Saison ist es uns sehr gelegen und chancenlos sind wir sicher nicht. Weitere Fragen an dieser Stelle? Ja, Sean. Niki Gotsch hat nach dem ersten Drittel nicht mehr gespielt. War das irgendwie Vorsichtsmaßnahme? Was kannst du jetzt schon dazu sagen? Oder habe ich was gesehen? Ich glaube, er hat schon gespielt nach dem ersten Drittel. Wir haben sieben Verteidiger in die Aufstellung. Ja. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann geht es hier in der SAP Arena weiter mit dem ersten Viertelfinalspiel am 7.3. um 19.30 Uhr. Gegen wen steht aktuell noch nicht fest. Mögliche Gegner sind der ERC Ingolstadt, die Eisbären Berlin und vielleicht sogar die Straubing Tigers. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg für die Pre-Playoffs, eine gute Heimreise und Ihnen noch einen schönen Sonntag.